Zimmer spielen. Ich finde mein Zimmer schöner als deins. Na gut, obwohl, wenn ich mir recht überlege, nein, wir spielen immer in deinem Zimmer. Lass uns lieber in mein Zimmer gehen. Na gut, wir machen einen Kompromiss. Wir spielen einfach in Julians Zimmer. Okay, bin ich mit einverstanden. Toll, und was machen wir jetzt hier? Julian hat gar keine Spielsachen, die wir nehmen können. Lass uns spielen, dass ich die Bestimmerin bin und du immer Ja sagen musst. Genau wie wir das letztes Mal schon mal gespielt haben, aber diesmal umgekehrt. Also heute machst du alles, was ich sage. Ach so, also genau das, was wir auch letztens beim Flaschendrehen gemacht haben. Genau. Ja, das finde ich gut. Jetzt kann ich immer endlich das Heim zahlen, dass die letztes Mal so gemein war und mich so komische Sachen hat machen lassen. Mal schauen, ob die alles macht, was ich sage. Ja. Heute will ich mal auf einem anderen Spielplatz spielen. Wir spielen heute hier, okay? Ja, der Spielplatz hier ist sogar viel cooler als der andere, wo wir sonst immer sind. Ich freue mich. Hat er nämlich die beste Schwester. Wirklich, wirklich, ganz ehrlich. Okay, dann hat das ja schon mal nicht geklappt, dich zu ärgern. Aber ich werde bestimmt noch ein paar Sachen finden, die Emma nicht machen will, wo sie nicht Ja sagen will. Komm, wir gehen spielen, Hannah. Okay, aber ich bin ja die Bestimmerin. Also kann ich auch aussuchen, was wir als erstes machen. Ja. Und auf der Kinderburg will ich nicht spielen, Emma. Willst du nicht auch lieber mit mir auf ein anderes Spielgerät kommen? Ja. Was hältst du vom großen Karussell? Das ist zwar eigentlich nicht für so kleine Kinder geeignet wie dich, aber du traust dich das ja sicher, ne? Ja. Das macht Spaß. Ja, das war eine tolle Idee, Hannah. Mal schauen, wie lange Emma das durchhält. Wir machen das jetzt so lange, bis sie nicht mehr will. Also noch eine Runde, Emma, oder? Ja. Da bin ich dabei. Das macht so viel Spaß. Noch 10 Runden, Emma? Ja. Boah, jetzt haben wir aber echt schon viele Runden gedreht hier. Ich glaube, langsam reicht's mir. Yeah, juhu, nochmal, nochmal. Emma, jetzt gehen wir mal runter. Jetzt machen wir was anderes. Ja. Und als nächstes bestimme ich, dass wir auf die Rutsche gehen. Ja. Oh Mann, die sagt ja immer ja. Irgendwie muss ich mir noch was ausdenken, womit ich sie so ein bisschen ärgern kann. Letztes Mal habe ich mich richtig geärgert, weil Emma so komische Sachen sich ausgedacht hat. Ich muss mir noch verrücktere Sachen ausdenken. Du rutschst als erstes, Emma. Ja. Juhu. Was könnte ich denn machen, um Emma zu ärgern? Was mag sie denn vielleicht nicht? Jetzt habe ich eine Idee. Emma, kommst du mal? Ja, komme. Emma, guck mal, willst du vielleicht in dieses komische Astloch reinfassen? Ja, möchte ich. Oh, das fühlt sich komisch an, das kitzelt. Ich glaube, da sind Käfer und Maden drin. Cool. Hannah, soll ich auch noch den anderen Arm da reinstecken? Nee, reicht schon. Oh, Emma, die lässt sich ja von nichts abschrecken. So, Emma, jetzt habe ich eine neue Aufgabe für dich. Das ist was ganz, ganz Schwieriges. Da muss man super mutig sein. Ja, das bin ich. Und was soll ich jetzt genau machen, Hannah? Also, Emma, willst du dich da oben auf die Stange setzen und dann rückwärts runterfallen lassen? Ja, das will ich. Also, du musst dich draufsetzen und dann gut mit den Knien festhalten und dann nach hinten rüberfallen lassen. Und dann hängst du an den Knien. Ja, also das ist kein Problem für mich. Achtung, fertig, los. Ja, das hat Spaß gemacht. Guck, Hannah, guck. Wow, Emma, das habe ich mich in deinem Alter nicht getraut. Ich glaube, es gibt nichts, womit ich Emma schocken kann. Also gut, Emma, ich glaube, ich höre jetzt auf, die Bestimmerin zu sein. Jetzt können wir wieder zusammen bestimmen. Du hast bestanden. Ja, das habe ich.